Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play The Railway Empire. Wir sind auf der Karte Sternlogistik. Das Netz liegt in den letzten Zügen. Nein, die Missionen sind in den letzten Zügen. Werden jetzt fast alle Städte auf die 5 hochgehen. Und für uns heißt das, kurz vor dem Erfolg, wir müssen uns jetzt gezielt um die Mission Keramik liefern, über Lagerhalle kümmern und St. Louis mit Waren versorgen. Da sind wir dabei. Wir haben jetzt schon Züge angeschlossen, umgebaut, wie auch immer. Und wir werden natürlich auch hier den Personenverkehr weiter intensivieren. Ja. Alles wächst, alles gedeiht. Wir gucken nach. Er fährt Huntington Lagerhalle, live für Kansas City. Das ist gut. Auch das. Wirklich gut. Jetzt ist hier noch die Frage bei Passagiere. Nach Memphis fährt über St. Louis. Das ist gut. Allerdings, ich könnte mir vorstellen, von hier den Haken rüber zu bauen und auch nochmal mit 3 oder 4 Loks nach Süden zu fahren. Wenn wir hier schon die Rampe gebaut haben. So. Muss ja nicht jeder nach St. Louis wollen. Insofern gibt es nochmal eine neue Zuglinie von Columbia Express nach Memphis mit der schicken Deglin, bitte nur Expressfracht, bitte mit Speisewagen und 4 Züge auf die Strecke, ab dafür. Und yeah, das letzte, was noch fehlt, wer hat es uns gerade angezeigt? Die Gleisrichtung hier rechts, da links. Sehr gut. Und dann haben wir hier auch noch mehr Fahrbewegung. Und damit, hier füllt sich der Bahnhof. Wir behalten hier wieder die Keramik im Blick. Ah, da kommt schon wieder Material für die Keramikfabrik. Die tickert hier natürlich nach oben, das ist auch fein. Ja, 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 waren alles da. So. Mehr Passagiere müssen an ihre Ziele kommen. Das ist natürlich unsere Haupteinnahmequelle jetzt, Passagiere. Wir pumpen die Bilanz weiter nach oben, 508k und hier kommt natürlich für Columbia Leben. Und die Produktion schaut aus, ja, sehr gut, 20, 16, alles da. Bedarfsdeckung läuft. Alle wollen Leben. Alle wollen leben. Und wir können nach Süden mitnehmen Fleisch. Das ist immer gut. Richtung Nashville. Und hier hat der Zug aus Fayetteville. Ebenfalls eine Passagierwertung. Jetzt gucken wir mal drauf, was der mitnimmt. Er hat auch Postzecke, ne? Mich interessiert, was er an Fracht einlädt. Ob er Fracht einlädt. Nein, tut er nicht. Hier kommt Mais für Columbia. Hier kommt Salz, Zement. Ja, Wahnsinn. Von Cooper Bahnhof. Der Zug muss repariert werden. Das sehen wir auf jeden Fall.
Und hier staut sich Keramik. Wer holt die Keramik ab? Und Kohle kommt. Ja, auch hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warum ist das sehr gut? Uns gehört das Bergwerk. Und im Bergwerk wohnt der Bergzwerg. Und wir sehen's. Quartalsbericht. Wir haben den Gewinn um fast 2 Millionen gesteigert. Und wo sind die Gewinne? Hier. Fracht, Passagiere, Post. Das Frachtgeschäft ist um 600.000 nach oben. 700.000 bei den Passagieren. Das ist fast eine das ist ein Drittel mehr, 30% nach oben. Auch hier. Und dann zieht der Rest natürlich hinterher. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Smith Station bekommt. Und da kommt noch mehr Material. Oh. Möge die Keramikfertigung. Brown Bahnhof, Fleisch für Nashville, ja bitte. Möge die Keramikfertigung in allen Belangen weiter stattfinden. Was kommt da hinten? Fayetteville, Columbia. Noch mehr Passagiere. Allerdings, das müssen wir irgendwann in den Griff bekommen. Das, na gut. Dass die auch da im Norden abfahren. Aber das sehen wir dann. Jetzt fahren sie hier erstmal noch ein bisschen Geld ein, das ist okay. Brown Bahnhof muss Abstand vergrößern. Norris Halt. So. Wir schauen mal Huntingtons Lagerhalle. Louisville. Logistikzentrum West, was bist du denn für ein Zug? Ach so, du bist okay. Immerhin, okay, da weiterfahren, sehr gut. Nashville liefert ab. Fayetteville liefert ab. Okay, Memphis Express. Nashville, Huntington. Louisville, Huntington. Brown Bahnhof, Nashville. Steht hier noch. St. Louis, Huntington Lagerhalle. Wen wartest du? Brown, Nashville, okay. Und du wartest auf St. Louis, Huntington Lagerhalle. Okay. Das sieht für mich so ein bisschen aus. Dass wir die hier auf ein extra Gleis in Huntington Lagerhalle stellen. Da bin ich ja relativ schnell immer dabei. Dass die hier nicht sich gegenseitig blockieren. Und dann gehen wir hier einfach mal die Routen. Du bist von Süden. Du kommst auch von Süden. Okay, du... Der ist noch da. Du bist noch da. Was bist du denn? Louisville. Was ist denn für einer?
Was bist du denn für ein sonderbarer Zug? Über Pastor, was willst du über Pastor? Louisville Huntington Lagerhalle, warum kommst du? Gibt's deine Route nicht? Einfach nach Norden rausfahren, oder? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Warum gehst du da unten rum, wenn du die Route hier hast? Weil die Route natürlich nicht gemarkt ist. Mit der Richtung. So. Jetzt aber. Und auch hier haben wir rechts, links. Okay. Memphis Huntington Lagerhalle. Nashville Huntington Lagerhalle. Seine eigenen Gleise. St. Louis Huntington. Ja, guck mal da. St. Louis. Keramik für St. Louis. Da geht doch. Also, Aufgabenliste. 14 sind schon drüber. Uiuiui. Und wir brauchen in St. Louis nur noch 20 Waren. Das heißt, hier müssen wir die Verfügbarkeit von Waren für Chemikalien oder so, Werkzeugen, Stühlen, Möbel, wie auch immer. Einfach noch ein bisschen pushen. Und das sieht doch alles schon mal sehr, sehr gut aus. Wie sieht's mit Milchverfügbarkeit hier aus? Weil das wäre ja eine einfache Nummer. Null. Milch ist deswegen eine einfache Nummer, weil hier Robert's Must ist. Wie sieht's in Indianapolis mit Milch aus? Was sagt uns Indianapolis über Milch? Hier, ah, die hätten Milch. Bei dem die von unten. Okay, hier ist wieder so eine Engstelle. Was blockiert hier? Da die Tankstelle, okay. Betriebskantine. Personalbüro, ja komm, wir haben Geld. Machen wir. Okay, also gut. Die Milch macht. Die Milch macht. Das ist jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Route einzurichten, das weiß ich. Aber meine Güte. Wenn es so einfach ist, dass wir hier einfach nur Milch hinfahren müssen, dann... genau. Können wir hier ja drauf. Wieso will der 1,8 Millionen, weil er da einen Tunnel baut? Eieiei. Es ist nicht nur ein Tunnel, es ist der Tunnel. Es ist der Tunnel aller Tunnels. Was soll das? 2% Steigung oder was? Ja, Papa.
Ich meine, wir haben viel Geld, aber das ist doch ein bisschen... Ich weiß nicht. Können wir mal die Höhenlinien einblenden, was ich dann... Ah, okay. Ah. Da müssten wir vielleicht um den Berg rum. Wir löschen das nochmal. Das... Eieiei. Also hier am Berg vorbei. Am Berg vorbei. Ist nur Milch. An der Rinderfarm vorbei. Und hier vorbei. Und da einmünden. Zweispurig auf jeden Fall. Und rechts und links. Und weichen Kopf rein. Und hier bitte Wartungsdepot und die Zuglinie von hier nach St. Louis sollte... Was, eine Expresslok? Nein, mit einer Frachtlok. Und ein Zug hier rüber. Der Shay ist völlig okay. Abfahrt. Und natürlich braucht die Strecke hier auch endlich eine Tanke. So, Milch. Wie gesagt, immer erst die einfachen mitnehmen. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, es fehlt noch ein bisschen was. Da kommt 19. Also es wird, haben jetzt die Chance auf jeden Fall mit der Milch. Und gut, dass wir uns den aufgehoben haben. Nashville St. Louis Expressfracht. Nashville wächst auch, super. So, was kommt hier? Kleidung. Perfekt. Eisenerz. Eieiei, was ist hier? Ohne Ladung. Indianapolis, St. Louis, ohne Ladung. Ja, der haben wir einen besseren. Den können wir jetzt löschen. Da fahren wir ja über die Schnellfahrstrecke. Das ist völlig okay. Hier geht Holz, Hilton Rast, St. Louis. Wohin gehst du denn? Zuglinie bearbeiten. Was fährst du? Ach, du fährst noch einen Bahnhof an. Eieiei. Okay, du bist völlig überfordert. Hier kommen Werkzeuge. Auch die fehlen noch. Holz geht raus. Mais kommt. Jawohl. 140.000. Rinder nach St. Louis. Rinder sind da. Der Wahnsinn. Holz für Columbia. Der Milchzug. Der Milchzug. Es ist der Milchzug. Und den Milchzug, den können wir hier oben halt einfach sagen. Mach voll. Einer reicht. Ja, 50%. Ja, wir wollen die Änderung nicht speichern. Milch ist in St. Louis. Damit sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir müssen oben anfangen. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bis Gemüse. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Und die Teddybären sind die 20. Und der Schnaps kommt auch noch. Irgendwann. Hier ist Papier für Indianapolis. Bekleidung für Indianapolis, okay. Bauholz für Louisville. Louisville. Bauholz für Indianapolis. Aus damit, alles raus. Alles raus. Und wir haben 3 Millionen auf der Bank. Und mit den 3 Millionen müssen wir mal im Spirituosengeschäft gucken, wie es da läuft. Weil das fehlt da hinten ja noch. Spirituosen. Was fehlt uns für Spirituosen? Huitus in Spiritus. Obst fehlt. Das heißt, wir wollen hier erstmal die Brennerei. 1,6. Was fährst du hier? Du fährst Passagiere. Louisville, Indianapolis. Das ist okay. Was bringst du? Gemüse. Wie viel Obst liegt hier? 0 Früchte. Was sagt unsere Früchtefarm in Charlie Stop? Dass sie voll ausgelastet ist. Stufe 4. Jetzt ist es unsere. Stufe 5. Und da müssen wir mal gucken. Routen über den Bahnhof. Ja, wir liefern keine Früchte nach Memphis. Und damit kann Memphis natürlich nicht brennen. Aber die Brennerei in Memphis gehört uns ja auch nicht. Das ist ein Punkt, den wir dazu sagen müssen. Die Brennerei in Memphis gehört uns ja nicht. Das heißt hier einfach die Zuglinie, die wir hier in Charlie Stop haben. Ein Wartungsdepot, die nach Indianapolis nach oben geht. Bauernhof nahe Nashville will ich jetzt nicht kaufen. Bekommt 2 neue Züge. Und wir müssen hier auch mal den Ausbau auf zweispurig wagen. Da, das ist ja sonst sonderbar. Dass, wenn der nicht da ist. So. Rechts, links. Heißt, Schnapsproduktion sollte jetzt auch gehen. Und, oh, da geht's. Da müssen wir natürlich hier vorbeifahren. Und da die Einfahrt. Und hier die Einfahrt und die Ausfahrt. Auch das haben wir jetzt im Griff. Du willst nach Indianapolis. Okay, wenn du nach Indianapolis willst, dann Wegpunkt 1, Wegpunkt 2. So. Dafür haben wir doch die Umgehung gebaut. Wo willst du hin? Du willst nach Louisville. Hä? Soll ich verfahren? Oder gibt's da keinen Abzweig rüber? Okay, wenn du von da kommst,
Okay. Von der Route rechts gibt es nach keinen Übergang nach links, oder was? Das kann ja nicht sein. So, jetzt aber. Ja. So, das haben wir auch. Sind so die Kleinigkeiten. So, Zucker für Indianapolis. Jedes Logistikzentrum Ost. So, du kommst von Nashville. Okay, dann geht der Zucker da auch hoch. Mais für Louisville in Kentucky. So. Den Zucker haben wir gecheckt. Was haben wir hier noch? Louisville Norris Halt. Ich haben wir jetzt. Du bist modernisiert, das passt. Von der Route runter. Norris Halt Indianapolis. Ja, du fährst auch am Bahnhof vorbei. Das ist gut. Du bist noch ein Freund. Auch das passt. So, wie sieht's jetzt aus? Einer noch und dann muss noch die Fracht nach St. Louis. Eine Keramik muss noch verteilt werden. Und dann muss noch Fracht nach St. Louis. Wir sehen's. Wir sehen's. Keramik ist hier unterwegs. Im Zug. Im Zug. Im Zug. Jetzt fehlt natürlich im Süden noch ganz dringend hier die Konservenfabrik. Die nicht nachkommt mit der Produktion. Vorrat und Bedarf. Was braucht die Konservenfabrik? Die braucht Gemüse und Stahl. Und was ist zu wenig da? Gemüse ist unterwegs. Stahl. Liegt es auf Halde? Ja. Dann. Auch hier. 1,8 Millionen. Die haben wir ja auch schnell zusammen. Erhöhen. Und vermutlich gehen wir beim nächsten Mal in die letzte Episode, wenn wir das hier ausgebaut haben. Haben wir alle Engstellen fast beseitigt. Ich hätte gerne die 1,8 noch. Um hier den Konservierer nach oben zu konservieren. 1,7. Leute, irgendwann wollen wir auch das Geld verdienen. So, jetzt sind die 1,8 da. Und jetzt holen wir uns den Konservenfabrikanten. Und erhöhen da auch nochmal die Produktion. Und letztendlich sollte das gewesen sein für heute. Ich sag tschüss, bis dann. Beim nächsten Mal gibt's mehr und vermutlich die letzte Folge. Zumindest von dieser Map. Also beim nächsten Mal, letzte Folge vermutlich. Schreibt mir dazu in die Kommentare. Neue Map oder wie soll es weitergehen? Ich denke, wir machen eine neue Map. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss, bis dann.